So, und jetzt wollen wir unser neu gelerntes Wissen noch erstmal in die Tat umsetzen. Hier waren noch Scavenger, genau. Gucken wir mal, ob die was dabei haben, was wir verwerten können. Fleisch. Aber na gut, Fleisch können wir auch jede Menge gebrauchen. Unser Vorrat ist ja schon langsam ein bisschen runtergegangen. Also auf unter 20 gefallen. Schande auf mein Haupt, ja. So, noch mehr Scavenger. Aber jetzt mit unserer neuen dicken Butlerhose können wir uns ein bisschen in den Wald trauen. Am Anfang haben uns ja alle davor gewarnt. Aber jetzt, wo wir die Felle abziehen können und so weiter, wären so ein, zwei Wölfe bestimmt eine ganz gute Einnahmequelle. Oh, ihr seid die großen Scavenger. Hm? Das eben waren ja so drei kleine. Aber vier große sind auch nicht mehr so wirklich das Problem. Also ja, was wir bisher gut erledigen können, sind die Schweineratten, die Scavenger, die Blutfliegen. Bei den Echsen müssen wir jetzt mal gucken. Also jetzt mit der Rüstung. Können wir die auch versuchen, sobald wir das nächste Mal welche sehen. Und Wölfe... hatten wir schon mal gesehen. Die wurden auch recht leicht umgebracht. Also ja, die müssten auch machbar sein. Da, Blutfliegen. Bzzz. Und dich gleich auch noch. Hallo? Genau. Ah, das ist aber schon mal schön. Also, dass wir jetzt getroffen wurden. Denn jetzt wissen wir, dass wir dank der Rüstung kaum Schaden von denen bekommen. Vorher war es ja so, dass wir bei 2-3 Stichen tot gewesen wären. Jetzt wären das wohl so eher 10-12 Stiche. Also die 500 Erz haben sich auf jeden Fall gelohnt. So. Ein Nachteil bei der Aktion jetzt hier im Wald zu suchen ist, wir haben es mitten in der Nacht. Und wirklich gut sehen kann ich jetzt gerade nicht. Ich denke mal, ihr werdet auch ein bisschen Probleme haben. Na gut, nehmen wir die beiden hier noch mit und dann gehen wir zurück ins Lager. Da können wir uns entweder hinhauen oder uns noch ein bisschen umgucken. Denn wir haben hier immer noch ein paar Sachen dazu erledigen. Also für Diego müssten wir in die alte Mine gehen, aber auf der Liste ist auch noch Torus. Der hat auch noch eine Aufgabe für uns. Das heißt, den sollten wir auch nochmal ansprechen. Und der Rest führt uns hier raus aus dem Lager. Also für Dexter den Trank holen wir Sumpflager, was wir inzwischen vielleicht sogar schon könnten. Also wir haben jetzt das Vertrauen von ihm bekommen. Das heißt, seine Mission könnten wir versuchen. Und für Dusty müssen wir auch ins Sumpflager. Ah, wir haben immer noch die 100 Kräuter dabei. Das wäre so ein bisschen auffällig. Wenn wir jetzt kurz für 1-2 Stunden aus dem Lager rauslaufen, dann mit Dusty wiederkommen und dann gleich wieder abhauen. Ah, ich nehme auch noch mit. Ja, und im dunklen Höhlen durchsuchen. Ah, da sind ein paar Pilze. Aber kann gut sein, dass wir jetzt irgendeinen Stahl-Zweihänder hier in der Ecke liegen lassen, weil wir es halt nicht sehen. Also ja, ab zurück ins Lager und tagsüber sich ein bisschen umschauen. Punkte haben wir leider keine mehr zum Verteilen. Sonst wäre natürlich auch gleich wieder in Stärke reingegangen. Oder in den Einhandkampf. Wir wissen ja nicht, ob Sketty uns noch weiter ausbilden kann oder nicht. Versuch wäre es auf jeden Fall wert. Denn Erz müssten wir noch genug überhaben, oder? Hm, 34, nee, nicht wirklich. So, da ist Torus. Hey, du! Du bist doch der Typ, der hier im Lager aufgenommen werden will. Und wenn es so wäre? Ich könnte dir dabei helfen. Und wie? Draußen vorm Lager sitzen zwei Typen rum, von denen einer die Erzbarone bestohlen hat. Es ist ein wertvolles Amulett, das mit dem letzten Konvoi gekommen sein sollte. Einer von ihnen müsste das Amulett noch haben. Wenn wir beide auf sie draufgehen, schaffen wir sie. Alleine kann ich's nicht machen. Was sagst du? Ha,
Ja, klar, es dürfte nicht allzu schwer sein. Was passiert mir? Weil wenn es die zwei sind, die vor der Stadt rumlungern, also vor dem Lager, dann waren das echt nur einfache Butler, so wie er. Also total runtergekommen mit schäbigen Waffen. Ja, schaffen wir auf jeden Fall. Ich bin dabei. Gut, sag Bescheid, sobald wir losgehen können. Ja, erstmal wollen wir noch mit Torus reden. Wo ist Torus? Halt! Was ist? Die Burg darf nur mit Genehmigung betreten werden. Mach, dass du verschwindest. Ah, wo ist Torus hin? Na gut, der ist wohl schlafen gegangen. Ich wusste gar nicht, dass der auch schläft. Na gut, dann holen wir mal das Amulett wieder. So kriegen wir bestimmt auch noch Bonuspunkte. Wo ist der Typ hin? Das Kabasababa. Kann doch nicht angehen, dass plötzlich alle Leute um mich herum verschwinden. Hey, du! Raus hier! Ja, genau, du. Du wolltest doch mit mir das Amulett holen Glück gehen. Glück gehabt! Na gut, wie es scheint, sollten wir echt erstmal schlafen. So, wo war jetzt unsere Hütte? Folgen wir einfach dem Außenring. Irgendwann werden wir schon drauf stoßen. Da oben vielleicht? Nee. Also, wir kommen rein. Nordtor. Gehen rechts rum, dann müsste gleich der Markt kommen. Ja. Und hinter Markt irgendwo. Ich glaube aber weiter oben. War unsere Hütte. Dann gucken wir einfach mal hier lang. Oh, du hast eine Stachelkeule. Ach, du bist der, der uns ins Sumpflager geführt hat, ne? Hast du was Neues zu erzählen? Nö, hast du nicht. Der arme Dusty wartet immer noch. Ne, ist nicht Dusty. Ne, hier oben war das auch nicht. Und jetzt sind wir schon mal im Südtor. Nein. Autsch. Ja, das kommt davon, wenn man nachts durch die Gegend turnt. Na gut, schlafen wir halt hier drin. Hier wissen wir, dass wir schlafen können, auch wenn es nicht ganz so gemütlich ist wie unsere Hütte. Besser als nochmal irgendwo runter zu purzeln. So, und jetzt sind hoffentlich Torus und dieser komische Butler auch wieder da. Kann ja nicht angehen, dass sie sich einfach so verdrücken, gerade mitten im Gespräch quasi. So, jetzt müssten wir auch bei Skelly vorbeikommen. Den können wir gleich mal fragen, ob er uns noch weiter ausbildet. Ha. Und gegen den da hinten, gegen Kirgo, können wir auch noch kämpfen. Ja, das machen wir noch gleich mal. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Ja, er wird uns weiter ausbilden. Aber 150 Erz und 20 Lernpunkte, das dauert noch ein bisschen. Also zwei Level. Dann sprechen wir doch mal mit Kirgo. Lass uns kämpfen. Bist du bereit? Folge mir. Auch wenn er ja eigentlich ganz netter Kerl war. Aber wir wollen ihn ja auch nicht umbringen. Wir wollen nur ein bisschen mit ihm kämpfen. So. Dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Der Bessere ist offensichtlich eher. Versuch das nicht nochmal! Hey, so war das aber nicht abgemacht. Ich sorg dafür, dass dein Erz gut angelegt wird. Ist ein Apfel und haut ab. Ja, super. Also da hat unsere Butlerhose auch nicht viel geholfen. Zwei Schläge und das war's. Uff.
Hast du was zu deiner Verteidigung zu sagen, dass du uns so schamlos verprügelt hast? Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Nein. Haben wir damit Sketty beeindruckt? Ich habe gegen Kirgo gekämpft. Und du hast dich besiegen lassen. Du erwartest hoffentlich nicht, dass ich durch dein Versagen beeindruckt bin. Ah. Ja, will wirklich ein bisschen zu viel verlangen. Und wenn wir Kirgo nicht schaffen, dann schaffen wir den anderen Kerl auf keinen Fall. Weil der hat ja noch eine stärkere Rüstung und sieht noch ein Ticken gefährlicher aus. Ach ja, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Also Blutfliegen, Ratten und Scavenger, kein Problem. Ausgebildete Kämpfer und alles darüber, nicht so wirklich einfach. So, Snuff, da können wir unsere Suppe abholen. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Und das stimmt auch. Hier, nimm 3 Portionen. Wie viel hat er von dem Zeug überhaupt? Naja, wirklich gut loswerden wird das wohl kaum. Dass wir das verkauft kriegen, ist schon ein Wunder. Aber ja, das lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Und da ist der Torus auch wieder. Schön, schön. Warum stellst du mich nicht auf die Probe? So läuft das hier nicht, Kleiner. Jeder Neue, der sich hier beweisen will, braucht einen Fürsprecher. Der Fürsprecher muss einer von Gomez' Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich. So läuft das hier. Ja gut, wir haben schon einen Fürsprecher. Wir haben auch schon eine Aufgabe von ihm bekommen, aber er hat gesagt, du hast auch eine Aufgabe für uns. Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Nein, die Dinge, um die wir Gardisten uns kümmern, sind eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Halt dich lieber an die Prüfungen, die dein Fürsprecher dir stellen wird. Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. So, du willst also unbedingt versagen. Es gibt eine Sache, die nur von jemandem erledigt werden kann, der keiner von Gomez' Leuten ist. Aber ich warne dich. Wenn du das Ding vermasselst, bekommst du mächtigen Ärger. Das klingt ja nicht sehr vielversprechend. Ich bin bereit für deine Aufgabe. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns. Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren, verstanden? Ja. Wir haben Ärger mit einem Typen aus dem neuen Lager. Mordrak ist sein Name. Er hat Eigentum der Erzbarone gestohlen. Es gibt viele Banditen im neuen Lager, auf die das zutrifft. Aber dieser Junge kommt in unser Lager und verkauft unsere gestohlene Ware an unsere Jungs zurück. Damit ist er eindeutig zu weit gegangen. Aber er weiß ganz genau, dass ich nichts machen kann. Warum? Weil er unter dem Schutz der Magier steht. Klingt eher, als wären die Magier dein Problem. Ja, aber eines, das sich schwer lösen lässt. Vor ein paar Jahren hat mal einer der Schatten versucht, den obersten Magier des Feuers im Schlaf zu erdolchen. Er wurde später im Außenring gefunden. An verschiedenen Stellen im Außenring. Okay, die Magier scheint's drauf zu haben. Wieso beschützen die Magier diesen Mordrak? Weil er als Bote für sie arbeitet. Unsere Magier stehen mit den Magiern des neuen Lagers in Kontakt. Sie schicken regelmäßig Boten hin und her. Wenn ich einen ihrer Boten aus dem Lager werfe oder umlegen lasse, könnten sie sehr unangenehm werden. Was ist mit mir? Was glaubst du, machen die Magier mit mir? Du bist neu. Dir passiert gar nichts. Ich dagegen bin für das verantwortlich, was meine Jungs tun. Deswegen ist es ja so wichtig, dass du die Klappe hältst. Ob wir ihm da jetzt so einfach vertrauen können? Vielleicht werden wir auch umgebracht, sobald wir diesem Mordrak irgendwas antun. Das sagt er uns bestimmt nicht. Aber haken wir mal ein bisschen nach. Soll ich den Kerl umbringen? Du sollst dafür sorgen, dass ich ihn hier nie wieder sehen muss. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Na, ist doch schon mal gut, dann haben wir ein paar mehr Optionen.
Wo finde ich Mordrak? Du findest ihn am Südtor, auf der anderen Seite der Burg, direkt hinter dem Eingang. Weiter traut sich dieser Halunke nicht ins Lager. Ja, verständlich. Ich kümmere mich darum. Gut, da gehen wir aber gleich erst hin. Erstmal speichern wir kurz ab und dann sprechen wir mit dem Butler hier vorne, wegen dem Amulett. So, LP 013.